Hallo, ich bin Thomas und ich habe hier eine Maschine, auf die hier in Deutschland lange gewartet wurde. Es ist eine Oberfräse und zwar die Bosch GOF 1600 CE Professional. Diese möchte ich einmal auspacken und gucken, was Bosch serienmäßig im Lieferumfang mit eingepackt hat. Viel Spaß! Meine Oberfräse wurde in der L-Box geliefert und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Obendrauf haben wir einen Parallelanschlag liegen. Dieser ist zur Transportsicherung auf diesem Pappkarton gesichert. Was mir besonders gut an diesem Anschlag gefällt, ist, dass er mit einer Feineinstellung ausgestattet ist. Außerdem kann man diese Anschlagbacken in der Breite verstellen. So, dann haben wir hier einen Karton. Hier sind Kleinteile eingepackt. Wir gucken einfach mal, was hier alles drin ist. Wir haben hier die SDS-Aufnahme für die beiden Kopierhülsen, einmal 17 mm, einmal 30 mm. Dann haben wir eine 12 mm Spannbacke, zwei Schrauben zur Befestigung und dann noch einen Zentrierstift. Dann haben wir hier noch zwei Schrauben zur Befestigung von dieser Absaugvorrichtung. Diese kann unter die Oberfräse montiert werden, sodass Späne bei der Kantenbearbeitung abgesaugt werden. So, dann haben wir hier noch ein Zubehörteil, was man auf den Zentrierstift draufstecken kann, um die SDS-Aufnahme auszurichten. So, dann haben wir hier noch eine Absaugvorrichtung. Diese kommt von unten an den Parallelanschlag dran, um dass man hier von unten auch absaugen kann. Last but not least haben wir noch eine Absaugvorrichtung. Diese wird auf den Teller der Oberfräse montiert, so mit diesen beiden Schrauben, und so kann direkt am Fräser von oben abgesaugt werden. Meiner Meinung nach hat Bosch da sich nicht lumpen lassen und mit drei verschiedenen Absaugvorrichtungen einen guten Lieferumfang. So, dann haben wir natürlich hier die Bedienungsanleitung zu der Maschine und natürlich die Maschine selbst. Wir haben hier eine zweiteilige Maschine. Der Fräsmotor kann aus dem Tauchkorb herausgenommen werden. Der Tauchkorb ist auch ausgestattet mit einer Feineinstellung. So kann im 10. Millimeter Bereich die Höhe des Fräsers genau eingestellt werden. Der Frästisch hat von unten eine Plexiglasplatte, so hat man von oben eine bessere Sicht auf das Werkstück. Außerdem ist die Maschine mit zwei Leuchtdioden ausgestattet. So hat man immer eine gute Sicht auf das Werkstück. Der Fräsmotor selbst kann herausgenommen werden, um den Fräser leichter einzusetzen.
Spindel mit diesem Knopf arretieren und an den Fräser festschrauben. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine zweite Aufnahme für Fräser mit 8 mm Schaft. Wir haben hier eine Drehzahlregulierung. Kann hier reingeschoben werden, die Maschine. Mit dieser Vorrichtung wird sehr gesichert. Das Schöne bei dieser Maschine ist, man hat den Schalter hier am Griff. Das heißt, man muss nicht auf der Maschine erst einschalten, sondern kann direkt beim Arbeiten die Maschine einschalten und auch arretieren, dass sie anbleibt. Das war mein Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Meiner Meinung nach bietet Bosch hier ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn man überlegt, welche Ausstattung die Maschine hat und mit welchem Zubehör sie serienmäßig geliefert wird.